Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet and Grate. Heute werden wir mal Klaus Grillt unter die Lupe nehmen und mal schauen, was von seinen Rubs so zu halten ist und ob sich das lohnt. Ich habe hier so ein Probierset gekauft. Zwei Rubs davon werden wir heute testen, den One for All Rub und den Magic Dust. Und wie das so ist, wir werden das heute mit Rippchen probieren, das zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Wir haben hier ein Probierset von Klaus Grillt. Da sind drei Rubs drin. An sich eine ganz schöne Sache, so ein Probierset, muss man sagen. Wenn man jetzt generell mal guckt, die Rubs von ihm kosten so um die 10 Euro pro Packung. Wenn man jetzt nicht direkt 10 Euro ausgeben will und nicht weiß, schmeckt einem das oder schmeckt einem das nicht, weil das ist ja letztendlich Geschmackssache, ist das ganz cool, dass er das überhaupt anbietet, dass man einfach mal gucken kann, ist das was für mich oder ist das nichts. Hier ist jetzt der One for All Rub drin, hier ist der Magic Dust drin und hier ist Gyros-Gewürz drin. Und jetzt machen wir den mal auf und schauen mal, wie das aussieht. So sieht das Ganze aus. Erstmal vorweg, cool, dass überhaupt das Ganze hier in Papier verpackt ist. Ja, also so eine Pappverpackung, dann hier draufgeklebt. Das sieht alles auch handgefertigt aus. Also ich glaube auch, dass er und seine Frau das so selber machen. Wäre zumindest cool, ist fürs Image ganz cool. Die Verpackung. Hinten auf der Verpackung steht auch nochmal alles drauf. Das heißt, wir haben hier den One for All Rub, den Gyros-Würzer und den Magic Dust mit der Zutatenliste und die Nährwerte, die dazu stehen. Aber das sind Standardnährwerte, wie bei jedem Rub das auch der Fall ist. Ja, dann haben wir hier die Rubs selber in so kleinen Plastikbeuteln. Das geht ernährungstechnisch halt leider nicht anders, dass wir das jetzt hier in Papier verpacken würden. Das Problem ist, Papier, Pappe zieht Feuchtigkeit und dann würden diese Rubs einfach nicht so lange frisch bleiben. Die müssen also in Plastik verpackt sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der One for All Rub. So sieht der aus. Dann haben wir das Gyros-Gewürz. Und dann haben wir den Magic Dust. Das Gyros-Gewürz passt heute nicht so gut zu den Rippchen, deswegen lege ich das mal zur Seite. Aber den One for All Rub, der sagt ja, ne, ein Rub für alle Sachen, das heißt, der passt zu Rippchen. Und Magic Dust, ganz klassischer Rub, passt auch zu Rippchen. Und die beiden werde ich heute testen. Unsere Versuchskaninchen für heute sind diese beiden schönen Rippchen hier, heute geholt beim Metzger. So dünn sind die gar nicht, sind zwar dünne Rippen, also ohne viel Fleischauflage, aber an sich sind die schön fleischig, wenn man sich das mal so anschaut. Also da gibt es, wenn man sie im Supermarkt holt, deutlich dünnere noch, also die sollten schön saftig werden. Nachdem wir unsere Silberhaut von den Rippchen entfernt haben, nehmen wir jetzt unseren Rub von Klaus, den wir hier testen wollen, und machen einmal hier die Packung auf. Das geht hier wunderbar bei den Probierpackungen. Und jetzt haben wir hier so einen... Ich gerade sagen, das geht wunderbar und dann klappt das nicht. Ist gar nicht richtig aufgegangen, ist hier vorne noch zu. Da muss ich auf jeden Fall mal mit dem Messer ran. Aber wie Klaus ja immer sagt, man braucht ein scharfes Messer und ein Brett. Und das hat er wahrscheinlich sich bei diesen Verpackungen hier auch gedacht. So, dafür ist das Messer scharf genug. So, offen ist es. Das war ein bisschen Friemelarbeit. Riecht auf jeden Fall wunderbar. So wie man Magic Dust halt auch kennt. Ist jetzt vom Geruch her so wie das, was man von anderen Gewürzmischungen, von Magic Dust Gewürzmischungen auch kennt. Können wir noch ein bisschen mehr nehmen. So wie Klaus sagt, nehmen wir 2 Esslöffel. Was hier tatsächlich wirklich nur 2 Esslöffel sind, bei ihm sind es eher 2 Schaufeln. Man muss sagen, das riecht schon mal sehr gut, es riecht wunderschön. Also es gibt manchmal so Magic Dust Mischungen, ja, die riechen von einer bestimmten Zutat so ein bisschen zu stark, zu lastig. Das ist bei diesem Rub jetzt nicht der Fall, also ich muss sagen, der wirkt so sehr schön und ich bin gespannt, wie der schmeckt. Als nächstes nehmen wir uns dann den One for All Rub vor. Auch den, wir haben ja gelernt, das wird so nicht funktionieren. Also nehme ich mir hier wieder mein Messer und schneide den hier einmal ein. Und wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, geht das Ganze auch viel schneller. Also nicht die Schuld von Klaus, sondern meine Schuld. So, jetzt machen wir hier auch.
Schön 2 Esslöffel drauf. Gut, wenn wir jetzt beide gewürzt haben, beide Rippchen, dann werde ich die jetzt noch mal schön in Frischhaltefolie einpacken. Ich werde das Gewürz so ein bisschen einziehen lassen, dass das so ein bisschen ins Fleisch einzieht. 2 Stunden lege ich die dann so in den Kühlschrank und dann machen wir weiter. 2 hours later. Ein bisschen was an Geschmack müssen wir noch an die Rippen dranbringen, damit es einfach wirklich richtige schöne Grillrippchen sind. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen Barbecue-Soße nutzen. Ich habe mich jetzt hier für eine entschieden mit ein bisschen Raucharoma. Das heißt, hier ist so Liquid Smoke drin. Einfach deswegen, weil wir die ja am Anfang nicht gesmoked haben. Das heißt, die haben kein Raucharoma. Um das noch so ein bisschen dran zu kriegen, haben wir das Raucharoma hier in der Barbecue-Soße. Das heißt, wir haben jetzt nicht den reinen Geschmack von Klaus Rapp, aber deswegen werde ich mir gleich mal eine Rippe hiervon abschneiden und werde die schon mal so probieren und den Rest werden wir dann gleich mit Barbecue-Soße probieren, weil das ja sowieso die Standard-Vorgehensweise ist. Der Rapp alleine bei Rippchen, der macht ja nicht alles aus. Dann probieren wir jetzt schon mal ein paar von den gedämpften Rippchen nur mit Klaus Rapp. Wir haben jetzt einmal hier die Rippchen mit dem Magic Dust und wir haben einmal hier die Rippchen mit dem One for All Rapp. Ich probiere zuerst klassisch die mit dem Magic Dust, ohne Barbecue-Soße, nur gedämpft, kein Smoke dran, nichts. Und wir schauen mal, wie die geworden sind. Lösen sich wunderbar vom Knochen. Nicht zu weiß, zu weich, sondern wirklich schön noch im Mund. Also nicht so, dass es komplett zerfällt, aber eben, dass es sich schön vom Knochen löst. So muss das aussehen. Wenn ihr die Methode sehen wollt, wie ich die jetzt gemacht habe, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Abo dalassen, nicht vergessen. Das war jetzt hier das mit dem Magic Dust. Schmeckt schon ohne Barbecue-Soße. Echt super. Es gibt häufig bei Rubs so ja, den einen oder anderen Rub, wo ich merke, die eine oder andere Komponente stört mich so ein bisschen oder das ist nicht so ganz ausgewogen. Hier muss ich sagen, hier stört mich gar nichts. Das ist von vorne bis hinten richtig gut durchdacht. Also da ist alles in der richtigen Komponente mit drin. Würde ich sehr empfehlen, diesen Rub. Aber machen wir gleich nochmal ein abschließendes Fazit zu. Und dann jetzt hier einmal den One for All. So. Herrlich. Habe ich noch was im Bart? Nein, sieht man zumindest auf der Kamera nicht. Okay, toll. Super zart auch hier. Gut gelungen. Ist ein Ticken schärfer. Ein bisschen würziger von den Kräutern, aber an sich auch sehr gut passend zu den Rippchen. Ist ja One for All, passt zu allem ganz gut, aber zu Rippchen auch auf jeden Fall sehr gut. Wir haben jetzt die Rippchen hier vor uns liegen mit den Klaus Grilled Rubs. Wir haben hier den One for All und wir haben hier den Magic Dust. Ich werde mal hier den One for All, werde ich mir hier so eine Rippe nehmen. Und dann werden wir einfach mal reinbeißen, jetzt mit der Barbecue-Soße. Oh, herrlich. Toll, das Gewürz passt super zu Rippchen, muss man einfach so sehen. Gibt so ein bisschen Schärfe dazu. Ein bisschen was Rauchiges aus der Barbecue-Soße, aber das geht natürlich noch mehr. Ne? Kann ich euch auch gerne mal ein Video zu hochladen. So richtig schön rauchige Rippchen, wer das mag. Aber so schon mal wunderbar. Toller Rub. Und jetzt gehen wir nochmal an den Magic Dust.
Warte ich mal hier. Seht ihr das, wie einfach das rausging? Herrlich. Magic Dust ist wirklich so mein Favorit bei Rippchen hier gerade. Oh. Oh. Richtig heiß. So, dann auf Klaus, rin in die hohle Birne. Wollte ich schon immer mal sagen. Bestimmt was im Bad jetzt. Gut. Aber toll, wie die sich lösen. Und geschmacklich dieser Magic Dust. Ich muss sagen, das ist einer der besten Mischungen, wenn nicht sogar die beste Mischung, die ich von Magic Dust je probiert habe. Gut, Fazit zu dem Ganzen. Klaus grillt Rubs. Einmal Magic Dust, einmal One for All. Magic Dust für Rippchen. Top, richtig gut, richtig schöne Würzmischung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man nicht eine genauso gute Würzmischung irgendwo anders noch kaufen würde von einer anderen Marke oder dass man sich die vielleicht auch selber mischen. Wobei selber mischen, glaube ich tatsächlich nicht, dass die so gut wird. Aber von Klaus Grillt, die ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wenn ihr dieses Video schaut, schaut ihr das wahrscheinlich, weil ihr Klaus Grillt Videos schaut. Und dann würde ich euch wirklich empfehlen, kauft diesen Rub. Unterstützt Klaus damit, das ist eine super Sache. Der lebt davon und ihr könnt ihn einfach damit unterstützen und kauft wirklich ein tolles Produkt. Es ist scheinbar so, dass er nicht einfach irgendwas verkaufen möchte, um einfach Geld zu verdienen, sondern das, was er verkauft, hat Hand und Fuß. Beide Rubs sind super. Ich kann euch die nur empfehlen. Das soll es an der Stelle dann gewesen sein. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Also gerne ein Abo dalassen, ein Like, einen wohlwollenden Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao.